So, radioaktive Stoffe bzw. Radioaktivität, das ist die Eigenschaft, wenn wir ganz dicke Atomkerne haben, zum Beispiel Uran, also was unten im Periodensystem ist, dicke Atomkerne, die sind so mächtig, dass das dann langsam schon instabil wird. Also je größer die Atomkerne, umso instabiler. Und bei dem ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann radioaktiver Zerfall, weil die dann ziemlich instabil sind, wollen die bisschen in den Netflix-Mode runterchillen, also ein bisschen entspannter werden und dabei geben die dann Alpha, Beta, Gamma-Strahlung ab. So, und dann ist Radioaktivität, genau, Eigenschaft instabiler Atomkerne, Alpha, Beta, Gamma-Strahlung. So, alle radioaktiven Zerfälle sind statistische Prozesse, das ist auch ganz wichtig. Also, wenn wir hier als Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 so eine gewisse Anzahl an Atomkernen haben und ich gucke mir jetzt hier einen Atomkern an, und dann will ich wissen, zerfällt er jetzt oder zerfällt er nicht? Das kann ich nicht sagen. Statistisch kann ich aber sagen, das bedeutet das, wenn ich eine ganz hohe Anzahl habe, kann ich sagen, dass nach einer gewissen Halbwertszeit zum Beispiel 50% zerfallen sind. Das kann ich sagen, aber ich kann nicht sagen, welche Atomkerne. Also das ist mit statistischen Prozessen gemeint. So, und hier gilt jetzt das gute alte Zerfallsgesetz. Und da haben wir ganz am Anfang zum Beispiel 100 Atomkerne. 100 Atomkerne, das ist hier die Anfangsanzahl, N0. Genau, der Graph, ne? Da siehst du schon, sowas kommt dir jetzt schon bekannt vor, hoffentlich, ist eine abnehmende E-Funktion. So, und dann haben wir 100 Atomkerne und dann machen wir eine Halbwertszeit von, das kann man nachgucken, von Uran und sonstigen Kernen, machen wir einfach mal ein Jahr, das ist die Halbwertszeit. Das heißt, von den 100 Atomkernen nach einem Jahr, was bedeutet das dann? Wie viel sind dann noch nicht zerfallen? 50. Nach wieder einem Jahr, also nach 2 Jahren, 25. Also ganz am Anfang haben wir hier 100, dann nach der Hälfte sind noch 50 übrig, danach, nach nochmal der Hälfte, sind es nur noch 25. Hätten wir nochmal die Hälfte, also sind wir hier, 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 dann wären nur noch 12,5% übrig. Wären wir hier und wenn wir das Ganze verbinden, dann sehen wir schon, dass es wieder eine abnehmende Exponentialfunktion ist. Also hier der Startwert, Anzahl der Atome am Anfang und dann nimmt das ab. Das hier ist die Zerfallskonstante, das liegt natürlich daran, haben wir Uran oder irgendwas anderes, ne? Also je nachdem, was wir für ein Atom haben, Atomart. Also ganz wichtige Funktion und du siehst auch jetzt gleich im nächsten die Aktivität. Die Aktivität beschreibt nämlich die Atomzerfälle n von t pro Zeit. Also das ist die Aktivität. Und wir können die Aktivität, wenn ich nochmal hinschreibe, n0 mal e hoch minus lambda t, siehst du schon, dass das eigentlich im Prinzip fast gleich ist. Nur wir haben jetzt hier, anstatt wie viele Atomkerne sind noch da, einfach ausgetauscht durch a von t, also die Aktivität. Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Das heißt, bup, bup, bup. Oh, das waren jetzt 50 Zerfälle pro Sekunde. Und das ist viel wichtiger, diese Aussage für die Radioaktivität, zum Beispiel für Detektoren, das kann viel, viel besser gemessen werden, für die Gefährlichkeit dieses radioaktiven Zerfalls. Also wenn man eine hohe Zählrate hat, also ganz viele Zerfälle pro Zeit, dann schleunigst weg hier auf jeden Fall. Also das kann man damit messen. Genau, gibt es Zählrohr, verschiedene Messverfahren. Aber hauptsächlich Aktivität musst du wissen, die Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Und das gibt Ausschlag, wie gefährlich ist das hier gerade in der Umgebung. Ne? Also gibt es so Knackgeräusche. So, wenn du in Tschernobyl unterwegs bist, da gibt es auch noch Restradioaktivität. Und das kann man dann messen. Ne? Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Oder im Flugzeug, ne? Da ist ja auch hohe Radioaktivität, kosmische Strahlung. Das heißt, da kann man das dann auch alles messen. Oder unter der Erde, je nachdem, wo man sich befindet. Und da ist auch wieder wichtig, die Einheit. Also Aktivität wird in Becquerel angegeben. Das wurde auch schon gefragt. Ne? Also immer die Einheiten und die Formel parat haben und natürlich das Verständnis, was das aussagt, die Aktivität. Und dann bist du auf jeden Fall gut dabei. So, gucken wir uns noch an. Ionisierende Strahlung, was das denn überhaupt ist und warum das so gefährlich ist. Also wir hatten schon gesagt, instabiler Atomkern will wieder ein bisschen in den Netflix-Chill-Mode. Also sendet der Alpha, Beta, Gamma-Strahlung aus, so lange, bis er endlich chillen kann. So. Warum ist Alpha, Beta, Gamma so gefährlich? Weil führt zur Anregung, Ionisation von Molekülen, Bildung von Radikalen, Mutation von Genen und es können
Man merkt jetzt noch nichts, ne? Nach einer Röntgendiagnostik ohne Bleischürze ganz lange merkst du erstmal gar nichts. Oder neben einer radioaktiven Quelle. Die Schäden tauchen erst später auf. Also richtige Erbgutschäden, Akutschäden oder Spätschäden, zum Beispiel Krebs, Erbschäden. Also das ist dann erst zeitversetzt, ne? Deswegen da aufpassen, immer gut schützen. Und deswegen ist es auch wichtig für Mediziner zu wissen, warum, wieso, welche Strahlungsart, wie lange da die Einwirkdauer sein darf, wie kann man sich dagegen schützen. Ganz, ganz wichtig. Also hier die biologische Wirksamkeit, eine biologische Wirkung, also die Schädlichkeit für den Körper. Dann nutzt man das natürlich auch. Es hat ja nicht nur, also alles, was Schaden zuführt, kann man auch nutzen für positive Sachen. Das heißt, in der Nuklearmedizin ist Alpha, Beta, Gamma-Zerfall erwünscht, ne, um Tumore zu zerstören. Zum Beispiel die Anlagerung, ne, der Schilddrüse, bei der Strahlentherapie. Also es hat, einmal muss man sich dagegen schützen, wissen, und man kann das anwenden, um Tumore zu zerstören und andere Anwendungsgebiete, Nuklearmedizin. Ne? Also das hat schon sehr viel Anwendung. Muss man halt wissen, wofür was gedacht ist. Deswegen macht es sehr viel Sinn, dass du das da ein bisschen, auch für die Medizin, ne, dich dann ein bisschen da auskennst. So, Alpha-Strahlung, wir gehen jetzt mal einzeln durch, was welche ist. Alpha-Strahlung ist im Prinzip nur hier zwei Protonen plus zwei Neutronen, also so ein ganzer dicker Kern, der den Atomkern verlässt. Wir haben hier die Zerfallsgleichung, sieht erstmal wild aus, aber ist easy peasy. Wir haben hier einen Mutterkern, nennt man das, also das Uran, was vorher war zum Beispiel. Wir haben hier Massenzahl und die Kernladungszahl. Und jetzt verschwinden ja vier Teilchen, deswegen rechnen wir hier minus vier und zwei Protonen gehen weg, deswegen hier minus zwei. Und es entsteht dieses Alpha-Teilchen, was weggeht. Also Alpha-Strahlung haben wir. Dann Beta minus. Da gibt es zwei verschiedene bei Beta-Zerfall, Beta minus und Beta plus. Bei Beta minus, da wandelt sich ein Neutron in ein Proton um. So, Neutron in Proton. Neutral wird zu positiv. Es gilt aber Ladungserhaltung. Die Ladung ist erhalten. Deswegen brauchen wir noch ein Negativteilchen, was das ausgleicht. Und das hier ist dann genau das Elektron. Das Neutrino hat keine Ladung. Das ist auch nicht so wichtig. Und wichtiger ist hier, ne, das ist im Prinzip die Beta-Minus-Strahlung. Da sehen wir, hier oben bleibt gleich und hier kommt dann ein Proton dazu, ne, wird plus gerechnet. Ansonsten die gesamte Anzahl von Proton, Neutronen ändert sich nicht, es switcht quasi eins. Und das hier ist im Prinzip Beta-Minus-Strahlung. So, bei Beta plus, genau andersrum, da wandelt sich ein Proton in ein Neutron um. Das heißt, wir hatten vorher positiv, dann neutral. Wir brauchen also noch was Positives. Und das ist hier das Positron, dieses hier, also das hier ist Beta plus und da recht oben bleibt natürlich wieder gleich und unten ist dann minus 1, ne, weil ein Proton weggeht, wird umgewandelt. Dann das letzte und alle Alpha, Beta, Gamma, wenn du mal googelst, eine Zerfallsreihe von Uran, die geht dann links, rechts, querbeet, ne, oben, unten, da haben wir immer Alpha, Beta, Gamma, alles querbeet. Also erst ein Alpha-Zerfall, dann Beta minus, Beta plus, Beta minus, Gamma, 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 Beta minus, ne, also so ein Zerfallsprozess, da gibt es immer ganz viele. Es gibt nie nur einen Alpha-Zerfall, nur einen Gamma, ne, sondern die tauchen alle fast immer auf. Musst du dann mal gucken, bei jedem Element ein bisschen anders. Also Zerfallsreihe, kannst du mal googeln, dann siehst du das einmal. Ich habe es jetzt hier nicht mit drin, damit, weil das sonst zu tief gehen würde. Wenn du noch Zeit hast, kannst du es dir gerne mal angucken. Wichtiger erstmal, ne, dass du weißt, welche Strahlungsarten. Genau, dann haben wir hier noch die Gamma-Strahlung. Und da ist auch, Atom ist angeregt durch Alpha-Beta-Zerfall und dann will das wieder in den Netflix-Mode. Also es gibt dann ein bisschen Energie ab und die Energie, damit es ein bisschen chilliger, ne, gibt es hier ein bisschen Energie ab, bisschen Energie ab. Dann geht es ein bisschen runter in den Mode, entspannt mal ein bisschen. Und das ist Runtergehen, diese Abstrahlung, das ist Gamma-Strahlung, also pure Energie, die da abgestrahlt wird. Deswegen passiert mit dem Atomkern auch nichts, ne? Also es gibt dann nur hier Energie im Prinzip. Energie, die weggeht, aber hier, es gibt von den Teilchenzahlen, da ändert sich nichts. So, die Reichweite, auch ganz wichtig, nehme ich dann auch wichtig die, für die Schädlichkeit, damit wir das ein bisschen besser verstehen. So, wir fangen mal an mit Alpha-Strahlung. So, wenn jetzt hier kommt jetzt ein Alpha-Strahlungsstrahler, steht jetzt vor mir und da kann ich mich locker schützen mit diesem Blatt Papier, das heißt vor Alpha-Strahlung, weil das sind ja, wenn wir das atomar betrachtet, große Objekte, das heißt zwei Protonen, zwei Neutronen.
die wechselwirken, die Wahrscheinlichkeit, dass die wechselwirken mit diesem Blatt, ist relativ hoch. Das heißt, ich kann mich hiermit locker schützen, gar kein Problem. So, bei Beta minus Beta plus, da werde ich getroffen. Aber da kann ich auch Abhilfe schaffen und du dir auch, indem du einfach ein Buch nimmst und damit kannst du dich dann locker schützen. Alpha-Strahlung, bup, Beta minus, bup, Beta plus, bup, kommt da auch nicht durch, also auch kein Problem. So, und jetzt Gamma-Strahlung, da werde ich getroffen. Da brauche ich eine ganze Bibliothek. Wenn ich eine ganze Bibliothek habe oder eine heftig dicke Wand, dann macht mir das auch nichts aus. Dann nimmt es ja exponentiell ab, die Intensität, wie du weißt, ne? Nimmt Intensität exponentiell ab. Das heißt, kommt nur ganz gering oder bis gar nichts mehr hinten an. Genau, also das nochmal zu den Reichweiten. So, und jetzt kommen wir zu der Schädlichkeit, wie wir das denn messen können, auch die biologische Wirksamkeit. Und da hat man so Dosisgrößen eingeführt. Ich weiß gar nicht, warum ich so mache. Dosis, also heißt so, ne? Dosisgrößen. Energiedosis zum Beispiel, die sagt aus, die Energiemenge, die von einer Masse aufgenommen wird, also Strahlung, oh, die hier diese Masse, ein Kilogramm aufgenommen wird, also Joule pro Kilogramm, Energie pro Kilogramm, die hier dann aufgenommen wird, so auf meinem Bauch. Und das wird dann angegeben in GY bzw. Gray. Und das wurde auch schon mal gefragt, ne? Also Einheiten hier angucken. Dann die Dosisleistung. Wir wissen, Leistung war ja Energie bzw. Arbeit pro Zeit. Und jetzt haben wir auch Energiedosis pro Zeit ist die Energiedosis Leistung. Nichts anderes. Und das ist dann einfach Gray pro Sekunde. Also da die Einheiten sind hier eigentlich das Essentielle. Kurz das Grundverständnis und dann die Einheiten, die aufschreiben. Genauso wie Energiedosis. Da haben wir jetzt Ladung pro Masse. Also Anzahl der Ladungen, die durch Ionisation entstehen. Also, ich werde hier getroffen. Jetzt entstehen hier Ladungen durch Ionisation. Und die Ladungen pro Masse, die da entstehen, das ist die Ionendosis. Das wird in Coulomb. Ladung pro Masse. Das ist ja Coulomb pro Kilogramm, ne? Ladung war ja Coulomb, Masse Kilogramm. Und Ionendosis Leistung, das war wieder pro Zeit im Prinzip, ne? Also J durch T. Und das hier macht man Dosis Leistung immer so einen Punkt drüber, genauso wie hier, ne? Energiedosis Leistung kommt da auch ein Punkt einfach drüber. So, und dann wurde auch schon gefragt, Äquivalentdosis. Das sagt nämlich dann etwas aus über die Schädlichkeit. Also man berücksichtigt hier die relative biologische Wirksamkeit, also so ein Faktor, RBW heißt das. Verschiedene Strahlungsarten auf den Körper. Das macht dann erst Sinn, ne? Bewertungsfaktor, wie schädlich ist die Strahlung wirklich? Und da rechnet man einfach die Energiedosis mal diesen Bewertungsfaktor. Und da sehen wir, oh, Alpha-Teilchen, die wechselwirken ja schon, also die kommen ja nicht mehr durch ein Blatt Papier, das heißt, die wechselwirken relativ stark. Also haben die einen hohen Faktor, 20, also mal 20 muss ich hier das berechnen. Dann haben wir Proton ist 10, also hier haben wir Alpha-Strahlung und hier Beta minus, Beta plus, was wir hatten, hat einfach 1. Ne? Also Alpha-Strahlung viel, viel schädlicher, hat einen höheren Bewertungsfaktor, höhere Schädlichkeit als Beta minus, Beta plus. Und das wird angegeben in Sievert. Sievert, und das ist Joule pro Kilogramm auch. Aber mal, also wie die Energiedosis, ne? Weil der Bewertungsfaktor hat keine Einheit. Aber es ist dann die Äquivalentdosis, also mal diesen Faktor und dann nennt man das Sievert. Also ganz, ganz wichtig, ne? Sievert unbedingt merken. Und die Leistung ist dann wieder einfach pro Zeit das Ganze gerechnet. Na, und die hatten wir nochmal, ne? Wenn jetzt Röntgenstrahlung auf mich drauf trifft, dann kommt die 100% auf meine Haut. Wenn ich aber eine Bleischürze habe, dann nimmt das exponentiell ab, die Intensität mit der Dicke, ne? Das hatten wir schon. Also kannst du nochmal als Wiederholung durchgehen. Also ganz wichtig für Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, ne? Das hat dann Wechselwirkungsprozesse, die wir auch schon hatten, und dann nimmt das mit der Dicke ab. So, hier nochmal eine Übersicht. Das heißt Alpha-Strahlung, da reicht Papier, hier ist Aluminiumplatte, Buch, hier ist BIP, Bibliothek, und hier haben wir Beton. Das heißt Alpha-Strahlung, Blatt Papier, Beta-Strahlung, da brauchen wir schon ein ganzes Buch, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, da brauchen wir eine ganze BIP oder eine riesen Bleiplatte. Und Neutron geht durch alles durch, da brauchen wir dann noch kilometerlanges Beton. Genau, da auch nochmal angucken, ne? Die Reichweiten und die biologische Wirksamkeit.
So, dann als nächstes noch die kosmische Strahlung. Da haben wir, ich male mal hier die Erde hin. So, und die Erde hat hier, vielleicht erkennst du, was das sieht aus wie ein Gesicht mit Haaren, ist aber die Erde. So. Und das hier, was zeichne ich jetzt hier hin? Kannst du es erkennen? Man nennt mich ja auch Picasso. Das ist hier Nord und Süd. Hier ist jetzt die Sonne. Und von der Sonne, da kommen Sonnenwinde. Das heißt, Teilchenstrahlung aus Protonen, Elektronen, ionisierten Atomen, die treffen auf die Erdatmosphäre. Dann werden aber ganz viele Teilchen, also erstmal schützt uns das Magnetfeld schon vor ganz viel Sonnenstrahlung, aber ein Teil gelangt hier durch die Lorentzkraft, geladene Teilchen, Magnetfeld werden abgelenkt und treffen dann hier Nord- und Südpol. Also die gehen dann hier Nord- und Südpol runter. Und dann, was sehen wir? Dieses hier. Die reagieren dann mit den Sauerstoffmolekülen, Luftmolekülen und dann entstehen bunte Farben. Das sind dann die Polarlichter, ne? Deswegen am Nord- und Südpol sieht man die Polarlichter, genau wegen dieser kosmischen Strahlung. Und auch wichtig, die nimmt mit der Höhe zu. Das heißt, Flugzeug, Piloten, die sind einer höheren Strahlungsbelastung ausgesetzt als wir hier unten auf der Erde. Wir haben noch eine ganze Schicht Luft über uns, eine Atmosphäre, die uns schützt bei Piloten. Ja. Deswegen dürfen die auch nur eine begrenzte Anzahl im Jahr an Stunden fliegen. Also Dauerflieger und so ist eigentlich auch nicht so gut. Ist eine hohe Strahlenbelastung. Aber ist alles noch im grünen Bereich. Ansonsten bei Piloten, die fliegen ja den ganzen Tag. Ne? Also da gibt es dann ab einer gewissen Grenze, no, darfst nicht mehr fliegen. Ne? Strahlenbelastung zu hoch. Und dann gehen wir jetzt, genau, vertiefen wir das ganze Wissen nochmal und gehen jetzt gemischte Übungsaufgaben durch. Und dann kannst du wieder Stopp drücken und dann gucken wir uns gleich die Lösung an. Okay, gehen wir durch die Lösungen. So, die erste Aufgabe, auch eine Altfrage. Was versteht man unter der Aktivität eines radioaktiven Materials? Auch easy, ne? Das hatten wir. Die mittlere Anzahl der Zerfälle pro Sekunde, also n von t durch t, das war ja die Aktivität. Und nicht die minimale, maximale, ne, sondern die mittlere ist das. Ist ja statistischer Prozess, deswegen mittlere. So, bei der 2, welche Aussagen ist, sind richtig? Alpha-Strahlen sind, in magnetischen Alpha-Strahlen waren ja 2 Protonen plus 2 Neutronen, das heißt zweifach positiv geladen, also geladen. Dann sind die natürlich in Magnetfeldern ablenkbar, in elektrischen Feldern genauso, ne? Also hier gilt ja die Lorentzkraft, hier gilt die elektrische Kraft. Es sind Heliumkerne, energiereiche Lichtquanten, no, sind es nicht. Deswegen 1, 2 und 3 ist hier korrekt. Hier war die D. So, bei der dritten, welche Aussagen sind ist richtig? Beta-Strahlung sind. So, Beta-Strahlung war ja Beta minus, Beta plus. Das war einmal Elektron und das war Positron. Also Elektron, Positronen sind richtig, ne? Also die 2 und 3, das wäre die E, 2 und 3. Also da musst du nur die Strahlungsarten kennen. In der Medizin wird ionisierende Strahlung diagnostisch und therapeutisch genutzt. Welche der folgenden Strahlungsarten ist eine Photonenstrahlung? Genau, Photonenstrahlung. Wir haben hier Teilchenstrahlung, 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 Teilchenstrahlung. Und das hier Gammastrahlung ist ja reine Energie, ne? Elektromagnetische Welle bzw. Photonen. Genau, kannst du nochmal für dich in Ruhe durchgehen. So, dann die nächste. Genau, kannst du wieder Stopp drücken. Dann gehen wir die direkt durch, beziehungsweise du erstmal für dich. Und dann machen wir die gemeinsam. So, und da haben wir bei der ersten, bei welchem Prozess wird Energie gewonnen? Da haben wir Fusion von zwei schweren Atomkernen, Spaltung von zwei leichten Atomkernen, Fusion von zwei leichten, Spaltung eines leichten zusammen. Genau, das ist Fusion. Zweier leichter, ne? Das hatten wir ja hier bei der Kernspaltung. Da waren schwere Atomkerne. Also hier eine Kernfusion, leichter Kern, Druck Energie, schwerer Kern, Neutron kommt und da wird Energie frei. Also da nochmal durchgehen auf jeden Fall, dass du die Prozesse kennst. So, dann das nächste. Welche Strahlung wird am stärksten in Materie absorbiert? Neutrino, Beta, Gamma, Neutronenstrahlung, Alpha-Strahlung. Genau, da hatten wir, ne? Direkt hat er auch den höchsten Faktor bekommen. 20, das ist die Alpha-Strahlung. Also da, die wechselwirkt ja direkt schon mit Blatt Papier. Der Rest geht alles durch ein Blatt Papier durch. Genau. Dann bei der dritten. Was passiert bei der Kollision eines Teilchen mit seinem Antiteilchen? Genau, das war Magic Happens, ne?
Elektron, Positron, puh, Magic. Das ist, Energieblitz entsteht, ne? Also löscht sich gegenseitig aus und Gammastrahlung, Energie wird frei. So bei der 4. Welche Aussage zum Alpha-Zerfall trifft nicht zu? Da kannst du alle mal durchgehen. Genau, beim Alpha-Zerfall nimmt die Nukleonzahl um 4 ab. Ne? Das ist nämlich wichtig. Minus 4 und nicht minus 2. Also ist das richtig, weil das falsch ist. Der Rest passt ja. Ne? Zwei Protonen gehen weg. Kernladungszahl heißt ja, zwei Protonen gehen weg. Neutronenzahl, yes. Zwei Neutronen gehen weg. Ordnungszahl, yes. Heißt ja, zwei Protonen gehen weg. Genau, also hier die 4e falsch. Also da auch nochmal durchgehen. So, die nächsten. Das, genau, welche Aussagen zu Elektronen ist falsch? Auch eine Altfrage war das. So, Positronen sind die Antiteilchen, das passt. So, wir haben Elektronen befinden sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, genau, Orbitalmodell, ne, das hatten wir. Elektronen sind Elementarteilchen, passt. Elektronen haben eine viel größere Masse als Protonen. Das stimmt nicht. Elektronen. Es befinden sich maximal, genau, Pauli-Prinzip, ne? Also hier das Not, also ist das korrekt. So, bei der nächsten. Bei der Absorption von Gammastrahlung in Materie kann es zu Paarbildung kommen. Dabei entsteht aus dem Gammaquant ein, genau, Paarbildung, was war das? Positron, also hier, ne, haben wir Gamma und dann in 90-Grad-Winkel sogar haben wir Elektron, Positron und Elektron, was entsteht. So, dann bei der dritten. Wir haben 1 Gramm Radium mit einer Halbwertszeit von ca. 1600 Jahren vorliegen. Wie viel Radium ist nach 9600 Jahren noch vorhanden? Genau, da ist wichtig erstmal, wie viele Halbwertszeiten haben wir, ne? Also 9600 durch 1600 teilen. Das sind 6 Halbwertszeiten haben wir. Und dann kann man das ganz einfach rechnen. Also wir haben vorher 1 Gramm und dann 2 hoch 6, dieser Faktor 2 wegen der Halbwertszeit. Und da kommst du dann ungefähr, wenn du das berechnest, auf 0,0156 Gramm gleich 16 Milligramm. Der lange Weg wäre 1 Gramm, die Hälfte wäre dann 500 Milligramm. Das wäre die erste Halbwertszeit nach 1600 Jahren. Das kannst du eigentlich auch mal machen als Übung. Nach 3200 Jahren wieder die Hälfte, 2000, ne? Und dann immer so weiter, wieder die Hälfte, das heißt 4800, dann haben wir 1025 Milligramm und so weiter, ne? Also da kannst du auch durch, so könnte man es auch machen oder hier mit der einfachen Vorgehensweise, also einfach dann das dann ausrechnen. Also kannst du dann überlegen, welcher Weg besser ist. Also haben wir 16 Milligramm. So, dann bei der 4, zu was zerfällt Quecksilber Hg bei einem Beta-Plus-Zerfall. Beta-Plus-Zerfall. Beta-Plus. Genau, was war da? Beta-Plus. 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 Hier Beta-Plus. Das heißt, ein Positron entsteht, weil sich ein Proton in ein Neutron umwandelt. Proton in ein Neutron wandelt sich um. Proton in ein Neutron. Oh. So, machen wir mal hier. Proton in ein Neutron. Wir haben Beta plus bzw. ein Positron. Und dann Proton geht verloren. Also hier müssen wir minus 1 rechnen. Und hier oben ändert sich ja nichts, ne? An der Anzahl der Protonen und Neutronen. Genau, deswegen wäre es hier. Und du brauchst ja nicht wissen, welches Element das ist, sondern einfach nur hier gucken nach der Ordnungszahl und Massenzahl, ne? Dann weißt du schon. Genau, dann hätten wir Atomphysik auch schon durch. Und dann machen wir jetzt im nächsten Abschnitt nochmal eine kurze Zusammenfassung, also nochmal alle Motivation und dann geht's ab zum allerletzten Teil. Bis gleich!